Er ist 78 Jahre alt, doch besonders die jungen US-Wähler jubeln ihm zu. Bernie Sanders schwimmt auf einer Welle der Euphorie, die viele an die Bernie-Mania aus dem Jahr 2016 erinnert. Schon damals wollte der Senator aus Vermont Präsident werden. Er verlor jedoch die Nominierung durch die Demokraten schließlich an Hillary Clinton. Jetzt liegt Sanders bei den Vorwahlen vorn. Seine Themen sind die gleichen geblieben. Die US-Wähler wollen eine Regierung, die auf den Prinzipien der Gerechtigkeit fußt. Wirtschaftlicher Gerechtigkeit, sozialer Gerechtigkeit, ethnischer Gerechtigkeit und Umweltgerechtigkeit. Mit diesen Forderungen gilt Sanders schon als weit links. Seine Gegner belegen ihn gar mit dem Schreckensbegriff Kommunist. Er selbst bezeichnet sich als demokratischer Sozialist. Für europäische Verhältnisse ist er allenfalls ein Sozialdemokrat. Doch in den USA ist seine Forderung etwa nach einer gesetzlichen Krankenversicherung für alle höchst umstritten. Immer wieder wettert Sanders gegen die Milliardäre in der Politik. Und damit ist nicht nur Amtsinhaber Donald Trump, sondern auch sein Mitbewerber Michael Bloomberg gemeint. Sanders spricht die Wahrheit über die Probleme in unserem Land aus und wie wir sie lösen sollten. Zunächst müssen wir das Geld aus der Politik herausnehmen. Das ist für ihn seit langem das Wichtigste. Seit Jahrzehnten spricht er die Wahrheit aus. Das Rennen um die Präsidentschaftskandidatur ist weiter offen und Sanders hält sich trotz Anfeindungen aus dem eigenen Lager oben. Parteifreunde muss er indes nicht fürchten, denn tatsächlich ist er gar kein Mitglied der Demokraten. Er tritt als der Partei nahestehender Unabhängiger an.